Hallo ihr Lieben und herzliche Urlaubsgrüße aus Dubai. Ja, heute gibt es von mir so ein paar Shopping-Kleinigkeiten, die ich aus Dubai mitgebracht habe. Ihr seht, ich bin noch im Hotelzimmer. Es ist der Abend vor dem Abflug, also morgen Mittag geht's los zum Flughafen leider. Ich bin schon ein bisschen traurig, aber irgendwann geht's halt mal zu Ende. Und ja, ich möchte euch trotzdem gerne zeigen, was ich so ein bisschen eingekauft habe. Und ja. Dann beginne ich gleich mal mit so ein paar Supermarktsachen. Und da waren zum einen, ihr wisst ja, ich liebe Mentos und da gab es welche in Pink. Ja, das sind die Tutti Frutti und die sind so gut. Da habe ich mir jetzt so ein paar Stangen mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland schon gibt. Ich habe sie, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber ja, die mussten mit 3 Stangen Tutti Frutti Mentos. Dann einmal, weiß ich auch nicht, ob es das so in Deutschland gibt, Lipton Green Tea mit Apfelgeschmack. Das sind, keine Ahnung, so sieht es aus. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber ich musste mir das einfach mitnehmen. Hat, glaube ich, so 2-3 Euro gekostet. Ja. Riecht auch echt gut. So, dann zu etwas Kosmetischem. Und zwar weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das bei amerikanischen YouTubern schon gesehen und deswegen muss das mit von Clean and Clear. Das ist jetzt der Advantage Anti-Spot Gel. Helps keep spots away. Das ist dieses hier. Ich weiß nicht, ob ihr Clean and Clear kennt. Wie gesagt, ich hatte es bei etlichen amerikanischen YouTubern schon gesehen. Die schaue ich nämlich auch unheimlich gerne. Und es ist ja von Clean and Clear eben, so ein ja, Anti-Pickel-Gel und habe eben nur Gutes drüber gehört. Das hat jetzt 27 Dirham gekostet. Das sind circa 6 Euro. Also 6 Euro hat das ungefähr gekostet. Passend dazu habe ich mir auch diese Creme hier gekauft. Das ist die Total Clear Blemish Correcting Moisturizer. Auch von Clean and Clear und soll eben auch Pickel vermindern, Rötungen vermindern, den Teint mattieren, Poren verkleinern und so weiter. Das ist so eine Creme. Die hat gekostet ein bisschen weniger, 23 Dirham 50. Das sind dann dementsprechend 4-5 Euro. Und ja. Habe ich, wie gesagt, auch bei den amerikanischen YouTuberinnen gesehen und deswegen wollte ich es einfach mal ausprobieren. Ich wollte mir da aber schon mal was bestellen und man bekommt es auf jeden Fall bei Amazon. Also nur ein bisschen teurer eben. Dann habe ich mir eine Crest Zahnpasta gekauft, ebenfalls ein amerikanisches Produkt. Hat gekostet 13 Dirham und es sind so 3 Euro rum. Das sind die Crest Zahnpasten, egal. Die sollen auf jeden Fall sehr gut sein, deswegen habe ich mir die Crest mitgenommen. Und ja, das war es, glaube ich, schon so mit diesem ja, Einkauf vom Supermarkt. Und dann habe ich natürlich noch mitgenommen ein paar Datteln vom Obstmarkt. Das werdet ihr ja auch alles in meinem Follow Me Around Video sehen. Und diese Datteln hier sind vom Obstmarkt. Ich durfte eine kosten und muss sagen, sie sind sehr süß, aber ich mag sie und deswegen mussten die mit. Die haben gekostet 1 Euro. Und die sind ja in Deutschland auch sehr teuer, die Datteln. Dann waren wir bei Victoria's Secret. Gleich am ersten Tag, also das war noch in Dubai selber. Jetzt sind wir ja ein bisschen außerhalb am Strand in dem Hilton Hotel. Und da hat der Siggi für seine Mama zum Muttertag so ein Set gekauft. Da ist ein Bodyspray dabei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt doch eine Bodylotion und so ein süßer Herzspiegel. Und das hat er ja zum Muttertag mitgebracht in so einer ganz schönen Verpackung. Also Victoria's Secret ist wirklich ganz, ganz toll. Und ja, das hat er mitgebracht. Und vor allem die Tüten, Mädels, hey. Die Tüten sind nochmal geil, oder? Also es lohnt sich schon allein, irgendwas zu kaufen wegen dieser Tüte. Und ja, dann war ich, ja, aber ich habe noch was aus dem Supermarkt gerade gefunden. Und zwar weiß ich gar nicht, ob es die in Deutschland gibt. Es sind so 2 Haarmasken mit 2 Phasen. Die haben je 1 Euro gekostet.
Und zwar ist es einmal so ein bisschen gegen Frizz und einmal ja, gegen, also für zum Reparieren. So. Einmal die. Und es hat wie gesagt zwei Phasen. Da kann man quasi Step 1, Step 2. Und einmal ist es, glaube ich, zum Einwirken und einmal ein Serum für danach. Und die zwei Masken. Das wollte ich mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, also ich weiß, dass es so Gesichtsmasken, glaube ich, von dieser Firma in Deutschland gibt. Aber ob es jetzt die Haarmasken auch gibt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall, die beiden durften mit. Jetzt aber zu Forever 21. Es ist so ein geiler Laden. Das sage ich ja, glaube ich, alles schon in meinem Follow Me Around. Zeige ich euch schnell, was ich so ein bisschen eingekauft habe. Es war überwiegend Accessoires, weil die waren einfach super günstig und einfach richtig geil. Einmal Haarbänder. Das sind auch in so spitzen Look. Ein schwarzes und ein weißes. 1,50 Euro die beiden zusammen. Finde ich super schöne Haarbänder, sehr elegant und sehr, sehr schön, vor allem für das Geld. Dann habe ich gekauft so eine goldene Kette mit einer rosanen Schleife dran. Ist wie gesagt so eine goldene Kette, super süß, für 19 Dinar. Das sind 3, 4 Euro. Das finde ich auch super süß, wenn man da, ne, nur die alleine so trägt. Sehr schön. So eine Eulenkette. Und die ist wahnsinnig lang. Ja, also die ist sehr, sehr lang. So sieht die aus und ich finde die total schön. Also Eulen liegen ja auch total im Trend und für 29 Dinar. Ne, die haben... Ich weiß es nicht. Also knapp 6 Euro. Das finde ich die wirklich, wirklich schön. Gefällt mir ganz, ganz gut. Dann, jetzt kommen wir zu meiner großen Statement-Kette. Oh Gott, Leute, die ist so schön. Das war auch die letzte, die ich ergattern konnte, Gott sei Dank. Das, und zwar ist es diese hier. Die ist auch so gold. Und mit so aprikofarbenen, es kommt jetzt relativ rosa rüber, aber es sind aprikofarbene Steine. Und ja, ich glaube, die sieht wirklich klasse aus. 55 Dinar, das heißt knapp 10 Euro. Und ja, die habe ich habe die gesehen, die gab es auch noch in Türkis. Und ich wollte sie zuerst in Türkis nehmen, dann habe ich da noch eine von der hängen sehen. Und dann musste die mit. Ich finde sie einfach wunderschön und gerade dieses Aprikofarbene, dieses Peach-mäßige hat es mir total angetan. Und deswegen musste die mit. Und dann war nur noch ganz unspektakulär ein paar Schuhe. Es sind so einfache Zehensandalen, also in Schwarz. Knapp 8 Euro haben die gekostet und ja, das finde ich so für unterwegs. Sind so schwarze, wenn man da so einen pinken Nagellack auf den Füßen hat oder irgendwas Knalliges, sehen solche natürlich immer ganz, ganz toll aus. Und für 8 Euro mussten die mit. Und dann noch der Hut, der ist auch neu. Den habe ich dort auch gekauft, so ungefähr 10 Euro. In den habe ich mich total verliebt. Ich bin jetzt totaler Hutträger geworden, seitdem ich den habe. Und ja, der musste auch mit. Ich weiß gar nicht, dafür macht Beyoncé Werbung. Ja, ich weiß nicht, ob es das jetzt schon in Deutschland gibt oder wie auch immer. Es handelt sich um dieses hier aus der Werbung. Sie trägt es. Und ja, dieses Kleid hier hat auch einen sehr großen Rückenausschnitt. Und das ist das Kleid. Ich finde es ganz, ganz toll. Also ich kann euch das bloß empfehlen. Ich habe hier, glaube ich, 15 oder 16 Euro dafür bezahlt. Und es ist super schön. Fühlt sich ganz, ganz toll an. Schöner Stoff und ja, schönes Muster, finde ich. So. Dann, genau, habe ich mir so ein, ja, Oberteil gekauft. Das trägt man ja jetzt immer quasi so und eventuell ist so ein bisschen was Durchsichtiges drüber oder so mit der
L-O-V-E, Vessage. Das fand ich richtig cool. Also sowas habe ich auch in Deutschland noch nicht gesehen. Und deswegen musste das mit. Das hat gekostet gut 10 Euro. Aber in das habe ich mich irgendwie verliebt. Und so zum Tanzen im Sommer, fürs Training, finde ich sowas auch richtig cool. Und deswegen durfte das mit. So, ihr Süßen, das war eigentlich schon mein Einkauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, lasst mir doch einen Kommentar da, wenn ihr möchtet. Ob euch was gefällt oder so, oder ob ihr vielleicht das Kleid auch von H&M schon habt, würde mich auch interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.